Das Weihnachtsfest feiert Abiel Magdu aus Eritrea dieses Jahr in Portugal. Er ist einer der Flüchtlinge, die im Juli von dem Rettungsschiff Aquarius aus dem Mittelmeer gerettet wurden. In dem Textilunternehmen, für das er jetzt arbeitet, sorgt der 22-Jährige für einen Geschlechterausgleich in der überwiegend weiblichen Belegschaft. Wir haben hier Menschen aus mehreren Ländern im Betrieb, aus Syrien, aus Bangladesch. Durch Zufall haben wir erfahren, dass einer unserer Mitarbeiter an Bord der Aquarius war. Seine Vorgesetzten sind zufrieden mit ihm und finden, dass er sich gut eingelebt hat. Die einzige Barriere ist die Sprache. Aber es gibt einen guten Willen von beiden Seiten. Es wird sich also gut entwickeln. Gebru Mehari und Hardush Cegay, ebenfalls aus Eritrea, arbeiten für einen landwirtschaftlichen Betrieb, der die weltberühmten Kirschen von Fundão produziert. Nós estamos numa região onde, de facto, também temos falta de mão de obra. Sem estar a tentar esconder absolutamente nada, é mão de obra que é bem-vinda. Wir befinden uns hier in einer Region Portugals, in der wir einen hohen Fachkräftemangel haben. Diese Arbeitskräfte sind also willkommen, sofern sie die entsprechenden Fähigkeiten für die Arbeit mitbringen. Eles falam Tigrani, eles, ao contrário do que se pensa, não falam inglês. Wie kürzlich jemand sagte, es ist ein bisschen wie der Turm zu Babel. Wir dachten, sie würden Englisch sprechen, aber sie sprechen Tigrani. Sie wollen lernen und wir wollen Kenntnisse vermitteln. Wir zeigen ihnen die Aufgaben direkt am Beispiel. Mithilfe von speziellen Techniken erlernen sie die Fähigkeiten schnell innerhalb einer Woche und können den Job selbstständig ausführen. Das private Mittelmeerrettungsschiff Aquarius machte im vergangenen Sommer Schlagzeilen, nachdem Italien und Malta sich geweigert hatten, das Schiff mit 630 Migranten an Bord anlegen zu lassen. Die Aquarius konnte schließlich im spanischen Valencia einlaufen. Mehrere europäische Länder hatten die Flüchtlinge aufgenommen.